Mein Name ist Bernd Hummel und heute zeige ich euch die wichtigsten Übungen im Teil B des Prüfprotokolls zur praktischen Fahrprüfung. Ich zeige euch in diesem Video nicht nur, wie ihr die Übungen selbst aufstellen könnt mit den Abmessungen, ich zeige euch auch, wie es am besten oder wie meine Methode ist. Habt ihr eine bessere Idee, könnt ihr natürlich währenddessen gleich unter das Video posten, wie ihr es so macht, damit wir gegenseitig lernen können und uns gegenseitig Tipps geben können. Grundsätzlich gibt es natürlich mehrere Übungen, wie ihr sicherlich am Protokoll gesehen habt, im Teil B. Aus meiner Erfahrung üblicherweise kommen meistens nur drei Übungen. Das ist einmal das parallele Einparken, dann die Simulation, dass man im 90-Grad-Winkel rückwärts in die Garageneinfahrt reinfährt und das Reversieren. Diese Übungen baue ich euch jetzt auf und zeige euch, wie es geht. Die erste Übung, die ich aufbaue, ist die Parklücke. Da haben wir 8 Meter mal 2 Meter das Maß. Beim parallelen Einparken am besten gleich mit Blinker rechts zufahren, eher knapp zu den Stangen parallel vorfahren, aber ganz vorbei von einer Parklücke. Genauso mache ich es auch, wenn ich sonst irgendwo einparke. Das Auto neben mir mal die Parklücke sozusagen passieren, danach stehen bleiben, Retourgang, einmal nach hinten umdrehen, schauen, ob es geht, in den Spiegel schauen, Blinker rechts. Jetzt schiebe ich zurück, bis ich mit der C-Säule des Fahrzeugs auf der Höhe der Stange oder des Hecks des Fahrzeuges daneben bin. Jetzt kann man natürlich sagen, beim Cabrio haben wir hier keine C-Säule. Ja, das ist die A-Säule, normalerweise wäre dann die B-Säule und hinten die C-Säule. In dem Fall könnt ihr euch einfach sagen, wenn ich mit der hinteren Achse des Fahrzeuges am Heck des Fahrzeuges daneben ungefähr bin. In dem Fall ist es die Stange. Jetzt schlage ich voll nach rechts ein, während ich nach hinten fahre. Beachte vor allem auch meine Kante links vorne, die ja nach außen kommt, ob hier kein Fahrzeug vorbeikommt im späteren Leben. Schau natürlich auch nach hinten dabei und fahre jetzt so lange zurück, bis im linken Außenspiegel beide Stangen hinten sichtbar sind. In Realität wäre dann das einfach das Fahrzeug dahinter, die Front ganz sichtbar ist. Lenke gerade, fahre jetzt hinein, bis das Heck meines Fahrzeuges im Parkplatz drin ist. Das ist ungefähr dann, wenn von meiner Perspektive der Spiegel auf der Außenkante ist. Jetzt schlage ich voll nach links ein und das Ergebnis ist echt verblüffend. Wir stehen perfekt nachher in der Parklücke drinnen. Wenn ihr jetzt schaut, stehen wir genau mittig in der Parklücke. Ich brauche nur noch geradeaus vorzufahren und stehe eigentlich perfekt drinnen. Das Angenehme an diesem Trick ist das, er funktioniert eigentlich auch mit unterschiedlich großen Parklücken. Warum? Weil sich ja durch das die Punkte verschieben. Gut, kommen wir zur zweiten Übung, die meistens kommt. Ich parke wieder aus, natürlich wieder nach hinten schauen, Spiegel, Spiegel, Schulterblick, Blinker links. Bitte auch bei den Langsamfahrungen, auch wenn es ein abgesperrter Übungsplatz ist, erstens mal natürlich schauen, zweitens einmal auch blinken. Gut, da jetzt eher ein bisschen weiter rausfahren beim 90-Grad-Winkel, sonst schaffst du den Winkel nicht hinein. Hier haben wir jetzt eher knappen Platz zum Filmen gehabt, geht sich aber aus. Nicht zu knapp dran stehen bleiben, sonst geht sich der Winkel nicht aus. Gut, ich schaue nach hinten, wo will ich hin, ist ein Fahrzeug im Weg, achte natürlich auch wieder auf meine Kante. Und wenn ich jetzt hier eingelenkt habe, kann ich natürlich auch durchaus über die Spiegel schauen. Wenn ich schön mittig drinnen bin, in beiden Außenspiegeln die Abstände sehe, dann kann ich genau in die Mitte reinfahren. Ja? Und das wäre natürlich jetzt wieder die Musterlösung. Wir sind in einem Zug im 90-Grad-Winkel hineingekommen. Allgemein das Prüferhandbuch sagt, man hat jeweils 3 Versuche und darf korrigieren. Meine Erfahrung ist, beim parallelen Einparken macht Korrigieren nichts, wenn man zweimal korrigiert. Beim 90-Grad-Winkel gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, einige Prüferinnen und Prüfer, die das lieber in einem Zug sehen wollen. Daher übt es bitte vorsorglich lieber in einem Zug. Sollte es bei der Überprüfung nicht klappen, dann ruhig nachkorrigieren. In der Realität korrigiert man ja auch nach, wenn man irgendwo einparkt rückwärts. Ja, auch wenn man im 90-Grad-Winkel rückwärts in einen Schrägparkplatz reinfährt. Wird genauso nachkorrigiert. Aber wie gesagt, besser in einem Zug, 3 Versuche auch hier üblich. Die dritte Übung, die wir haben, ist das sogenannte Reversieren. Ich fahre raus, vergewissere mich wieder, dass ich niemanden gefährde und behindere, natürlich wie immer. Und hier ist jetzt auch eine Platzfrage, wie es aufgestellt ist. Am besten ausreichend nach der Parklücke dann reversieren, das heißt umkehren und Blinker rechts nach rechts hinten schauen und dann drehen. Achte natürlich auch hier wieder vorne auf eure vordere Stoßstange, dass sich das ausgeht. Und das wäre die dritte Übung, die üblicherweise kommt. Und jetzt könnte man dann schon entweder wiederholt üben oder der nächste Schritt wieder bei der Prüfung wieder drankommen zum Einparken.